Mahlzeit Buddies und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, zur morgendlichen Horde. Hi, schrei mal bitte. Moin. Schon tot, glaube ich, scheiße. Ja, moin, mit den, also wir Buddies mit Antares natürlich, also eigentlich sind wir ja auch die Buddies. Und, ja, ach nee, die war noch, oh, scheiße, die hat nur gelebt. Hä? Ohne Horde. Ohne Horde? Die kommt bestimmt noch. Nee, die backte rum in der Falle. Oder die jumpen jetzt bei mir in die Mine rein. Wir gehen zu Antares. Ja, Antares ist auswärts. Beim Auswärtsspiel. Und in der Mine. Er spielt gegen den FC Mine. Nein, das ist Quatsch. Ich bin hier mal noch zugange. Ich war die Nacht an der Werkbank. Und baue Sensoren, Lautsprecher und weiß nicht wieso. Ja, so viel dazu. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Wo sind die? Ach, da. Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Was ich habe getut. 4 Schrotflintenteile, 3 Öl haben wir, das weiß ich. Öl. Leute, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen wieder hier Vorbereitung und so. Aber gleich läuft's. Waffen. Nee, das war bei Mods, glaube ich. Bei Mods. Habe ich noch Schrotflintenteile? Schrotgeschützturmteile, okay. Klingt richtig. Ja, das gehört halt dazu. Ne, jetzt haben wir halt mal wahrscheinlich über 1-2 Wochen dieses ganze Basebau, Mining, Aufbauen und so weiter. Aber das wird ja nicht so bleiben, ne? Nee, also ich hoffe nicht. Wenn das alles erstmal steht. Es macht Spaß, aber es wie soll ich das ausdrücken? Es macht meinen Kopf müde. Ja, das ist auch so. Also, ja, es ist Konzentration für mich. Ich habe es nie gemacht. Und ja, es ist fordernd auf jeden Fall, hier auf allen Baustellen zu tanzen. Ja. Oder Hochzeiten oder so. Und ja. Beim Mining ist es genauso, ne? Man muss eigentlich nur Linksklick gedrückt halten. Aber gleichzeitig schaltet das Hirn auch aus und man sagt ja auf einmal nichts mehr, ne? Ja, das. Doch, man sagt immer noch, dass man kloppt, Alter. Jedenfalls, ihr merkt schon, ne? Wir haben echt ein bisschen das Problem mit Abwechslung hier gerade. Jetzt habe ich die Fallen vergessen. Ne, habe ich nicht. 2 habe ich, gut. Mal gucken, wie breit die sind. Ey, die passen genau hier rein. Das war der Wahnsinn. Wahnsinn. Und oder die passen sogar so. Das ist halt geiles, ne? Was ist jetzt besser? Ey, so? Ich weiß es nicht. Na egal, auf jeden Fall, ihr seht, wir brauchen 3 Scheiße. 4, ey, kacke. Na egal, auf jeden Fall machen wir das schon irgendwie. Ich weiß nämlich wie. Ich war irgendwo stehen geblieben, ich weiß es auch, aber das war es jetzt auch schon. Generator, Batterie, Battery Bank, Generator. Das ist erschreckend ruhig. Oh ja, ich brauche eine Schaufel. Was ist es? Erschreckend ruhig. Ach, komm. Wenn was kommt, du hast doch deine Schwarze. Und wenn nichts geht, dann schreist du. Wie ein Screamer. Werkzeuge. Nee, meine Tour war das, ne? Das brauchen wir. Stellen wir direkt, ach, falscher Raum hier. Stellen wir direkt noch mehr Stahl ein. Wir brauchen Stahl. Aber Antares hat ganze Arbeit geleistet hier. Das ist sehr gut. Ich kann hier richtig nachlegen. Wenn er jetzt nochmal so eine Rutsche mitbringt, dann ist das auf jeden Fall sehr geil. Ja, werde ich. Ich weiß. Ich bin zuversichtlich. Was ist heute los wieder? Cowboy-Zeit, ey. Und. Ja, manchmal kommen sie einfach so. Genau, Räumchen ausheben. Also ich habe vor, neben der Base, weil ich habe mir gerade Gedanken gemacht, wo soll denn der Generator stehen? Und der sollte natürlich nicht da stehen, wo die Zombies draufballern. Deshalb mache ich daneben noch ein
kleinen unterirdischen Raum, so als Generatorraum. Oh, ich hab Zombies. Geht ihr weg von meinem Horror Tower? Seid ihr des Wahnsinns? Habt ihr jemand geraucht, ey? Alter. Ja, ihr könnt dann nächstes Mal kommen. Ist bald fertig. Ist noch nicht Eröffnung. Guckt euch die Flyer an, die habe ich in der Stadt verteilt, dann könnt ihr vorbeikommen. So. War nicht so. Ja, ne? Oh Gott! Wo kommst du denn her? Macht so weit mit mir nicht, ich bin alt. So. Was machen wir denn jetzt? Wir könnten hier einfach zur Straße hin, könnten wir das ausheben. Kleines Räumchen. So machen wir das auch. Ja. Ein kleines Räumchen. Kleines Räumchen. Wofür? Generatorraum. Ach, ein Generatorraum. Hier kommen die Kabel alle irgendwie. Ich weiß ja, dass die irgendwie durch den Boden baggen. Was heißt baggen? Naja. Ist halt so, ne? Oh, hier sind drei Zombies, die kommen auf uns zu. Generatorraum ist aber auch gut, weil die Dinger machen ja auch Lärm, ne? Ja, obwohl ich denke, wir werden es noch hören. Ist jetzt nicht weit weg von der Base hier. Ja. Aber ist ja jetzt hier. Ist ja eine Hordenbase. Ja, hörst du das, glaube ich, eh nicht, wenn die alle kommen. Schaffst du die drei? Erstmal? Ja, ich will dir das nochmal zeigen, guck mal. Ach so. Oh, jetzt laufen die gar nicht mehr so. Ach, die. Ja. Die drei von der Tankstelle. So, buddel mal. Wenn ich dich rufen. Jo, mach. Ich weiß nicht, ob ich dann hier rauskomme aus dem Loch. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall so lange noch Eisen kloppen, bis ich das Level up habe. Jo, mach auf jeden Fall irgendwie den Tag doch heute voll mit Mining. Fertig. Hm. Ja, genau, cool. Ja. Ne, also beim Antares heute sehr abwechslungsreich. Mining bei mir auch, buddeln total gut. Bei Jasmin komischerweise Action gerade gewesen. Also, ja, aber das gesagt, war's schon. Ja, die hat nicht viel ausgenommen. War noch nicht mehr anstrengend. Glaube ich doch. Am besten ist immer alle drei Videos, drei Tabs, Leute. Schaut bei Antares vorbei, macht Video auf, macht die Nachteule und Lasko-Cam an, wenn ihr am PC seid. Schaltet alle Töne ab, außer ein und fertig. Dann habt ihr das Let's Play aus drei Sichten. Passt genau. Dir gar nichts mehr. Auf jeden Fall in dieser Folge nehmt Laskos Ton, weil bei mir hört man nur Ding. Ding, Ding. Ja gut, das ist eine gute Empfehlung vielleicht. Obwohl, jetzt gerade bei mir hört man nur Oder macht einfach alle drei Töne an, ey. Macht einfach alle aus und guckt nur das Bild, ey. Gucken, was für eine Melodie daraus kommt. Überfliegt die Folge einfach. Passiert nicht viel mehr wieder. Obwohl, doch, gleich werde ich erst mal verdrahten, also, ne? Hallo? Das wird schon spannend. Für mich jedenfalls. So, ich habe neue Pflanzen angepflanzt. Okay, jetzt wird's interessant. Nee. Oh. Ja, moin, schön. Lasko wird sich freuen, wenn ich zurückkomme. Du musst das so sehen. Ich freue mich als Erster und danach freuen wir uns alle. Jo. Dann haben wir alle was von. Ich freue mich schon auf den Tag jetzt. Ist ja, ich habe jetzt Intelligenz auf 8. Ist voll unrealistisch, aber egal. Und wenn die Base steht und ich nicht mehr dahin skillen muss, dann kann ich endlich mal auf meine schwere Rüstung und so skillen. Jo. Da freue ich mich derbe drauf, dann wird wieder gequestet, ey. Das Meme, dann gibt's Action. Da wird gekloppt, Alter. Sag ich dir. Hat so richtig geklappt, ey. Das machen wir. Ach ja. Ist schon wieder spät bei uns? Ach, geht. Es geht eigentlich. Es geht, heute geht. Ach Gott. Ihr wisst, also ihr wundert euch vielleicht, wieso wir immer so abdrehen. Das ist halt immer zwischen den Folgen, wisst ihr? Und da geht's schon ab. Dann kommt die Folge und dann sind wir auf einem super Level und dann starten wir. So, Blöcke. Jetzt wird geplaced, Alter. Du musst das unbedingt finden. Ganz wichtig. Ja. Der Spruch lässt uns nicht los, seitdem er gefallen ist, ey.
Der ist mega wichtig. Jasmin ist auf jeden Fall die perfekte Frau für diesen Job, den wir hier noch frei hatten, immer. Ihr wisst ja, Hardmode Buddies fing ja alleine an, endeten danach im Chaos. Und Jasmin macht einfach die ganzen Truhen mit allem voll, was das Herz begehrt. Weißt du, während wir wahrscheinlich nur Fleisch grillen würden, so voll langweilig, hatte ich letztens einen schönen Kuchen mit Kaffee. Also das sind Kleinigkeiten in diesem Spiel, aber die machen es aus. Auf jeden Fall. Ich habe 4-mal Gemüseeintopf dabei gehabt. Die habe ich jetzt aber auch schon alle weggehauen, weil... Ja, beim Buddeln ist das so. Richtig, ja. Ich habe immer noch hier immer mein Fleisch dabei. Gegrilltes, besser geht nicht. Aber ich sage ja, nach diesem Blaubeerkuchen mit dem Kaffee war nicht nur meine Spielfigur befriedigt, mir ging es auch gut. Das war einfach so, ja, jetzt gibt's Kuchen. Voll gut. Ein Hauch von Rollenspiel. Okay, das kann man jetzt echt falsch verstehen. Also wir waren wirklich nur in der Küche und haben gegessen. Nein, ich bin gern dein Kuchen. Schade, Sahne wäre schöner. Okay. Wir sind am Buddeln. Cowboy-Zeit und Buddelzeit. So. Ich habe gerade Holz gefällt. So. Hast du dich ausgetobt? Ich habe mich ausgetobt. Jetzt cool. Geht's mir besser. Jetzt am Kuchen. Ja. Weißt du, ich habe gerade noch gesagt, ja, jetzt wird verdrahtet und dann gibt's hier so eine Buddelfolge. Ah je. So, aber jetzt haben wir's. Ich weiß nicht, ich will's schön haben. Ich habe schon mal gesagt, wenn ich baue, dann baue ich schön. Wahrscheinlich werde ich nie wieder so viel bauen. Deshalb genießt die Zeit, ey. Oder auch nicht. Ich brauche Leitern. Kann das eigentlich sein, dass es auch an dem Schwierigkeitsgrad liegt, dass man so langsam Level steigt? Ja, ich schätze mal, klar. Aber, was man bedenken muss, für unseren Schwierigkeitsgrad, den wir spielen, können wir uns echt was drauf einbilden. Ne? Es ist Tag 37, wir sind beim Endgame-Stuff. Also ich kann alles herstellen schon. Ja. Ich kann Schütztürme herstellen, ich kann die ganze Defense herstellen. Also es ist wirklich alles da. Voll gut. Wir haben echt effizient gespielt, muss man sagen. Muss man uns ja mal lassen. Auf jeden Fall. Dafür, dass wir Hardmode spielen, also jetzt im Softmode wäre das jetzt für mich jetzt okay, ja, cool, ne? Nichts Neues so. Tag 37, wieso haben wir nicht schon einen Gyrocopter? Aber hier so im Hardmode, wenn ich überlege, wie das alles anfing, dann ist das schon geil. Seitdem Jasmin da war, war alles einfach. Auf jeden Fall, ich gucke mir auch immer noch gern die ersten Folgen an. Ja. Wie ewig man an einem Zombie gesessen hat. Ja. Ja. Und jetzt wird man immer wieder noch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt zwischendurch, ne? Ja, das stimmt. Ah, cool, ich geh mal rein. Fuck Radiators! So, fertig. Dann kommt hier die Hatch drauf. So, kann ich doch so sehen lassen, glaube ich. Warte mal, eine Leiter noch hier hin. Zack. Okay, das hätten wir. Jetzt müssen wir ein bisschen tiefer gehen. Okay, das sieht Mist aus, das muss noch weg hier. Also hier hinter eine Reihe noch weg. Ja, das machen wir. So, und dann, wenn der Generatorraum steht, dann kann ich von hier die Verdrahtung für drüben ziehen. Jasmin, bist du in der Base? Nö. No. Ich bin am Holz fangen. Ja, gut. Und Vogelnester so in der Umgebung. Das ist gut. Tun Sie dies. Mache ich.
So, jetzt müsste das doch. Ja, Wolle. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen runter. Ich würde sagen. So. Also bitte tut euch allen einen Gefallen und macht Jasmins Ton an. Bitte. Warum? Ja, weil bei mir ist halt auch nur gebuddel. Ach so. Dann place ich 4 Blöcke und buddel weiter. Also entweder übersehe ich die ganzen Nester oder hier sind keine. Ja, im Wald ist manchmal schwierig. Also in der Wüste, wenn du Bock hast, das könntest du echt machen. In die Wüste gehen und das Aloe-Zeug einsammeln, weil wir haben auch gar nicht mehr so viele Erste-Hilfe-Verbände, habe ich gesehen. Und in der Wüste siehst du en masse Vogelnester, weshalb ich auf Wüste komme. Auf jeden Fall Ausrüstung checken und gucken, dass du dir ganz viel Heat-Resist anlegst. Das stimmt. Ja, aber ich mache keine Loot-Tour alleine. Das ja traue ich mir noch nicht, das traue ich mir trotzdem noch. Du musst gar nicht kämpfen, du musst den Zombies nur ausweichen. Wow. Ja, du musst nur Aloe hauen. Du nimmst einfach die Fäuste wie beim Abernten und gehst durch die Wüste und haust auf Aloe. Das ist eigentlich. Und wenn ein Geier kommt, hast du eine Shotgun. Ja, aber nicht heute. Nee, gut, musst du ja nicht. Also es ist nicht schwierig, das meine ich damit. Okay. Es ist kein Questhaus mit Radiators oder so. Was ist eigentlich mit den Häusern hier um uns herum? Wahrscheinlich sind sie schon leer gelootet. Wenn da Holzrahmen stehen, waren da alles drin. Ja, aber spawnen die Zombies nach? Ja, die Zombies, glaube ich, spawnen nach, ja. Okay. Nur der Loot nicht. Wie unfair. Ja, findet dann alles auch. Haben wir alles ausgestellt. Wir wollten es schwer. Ja, hab ich auch. Also ich vermute mal, das, was ich hier gemacht habe, reicht jetzt. Ich lasse es einfach mal so. Und fertig. Also es ist halt kein Raum, wo man oft reingeht. Nur zum Verkabeln. Deshalb sollte in meiner Vorstellung jedenfalls für so einen kleinen Raum reichen. Komm, kannst du auch nicht. Das ist scheiße. Jetzt brauchen wir, warte mal, kurz überlegen. Generator, Benzin, Battery auffüllen, ne? Ist richtig. Ach, hier unten ist der Antares. Ja. Ja, ich hab grad das Loch gefunden. Entschuldigung. Ich weiß, es ist ein Männerspruch. Was? Nein. Drei, 4, 5. Ein Motor fehlt mir noch. Und Battery Bank kommt daneben. Mal so einfach. Ich hab gleich das Level ab. Yay. Dauert nicht mehr so lange. So, und hier kommen jetzt die Batterien rein. Ich muss mich kurz an meinen Skill Guide zurückerinnern. Und zwar, hier kommt Benzin rein. Dann brauche ich ja die Battery Bank. Doch, warte mal, die Battery Bank wird ja aufgefüllt durch den Generator. Richtig? Treibstoff, Batterie. Kabel. Batterie geht leer. Treibstoff tankt die auf. Glaube ich. Das ist ein Hirsch. Wo bist du? Du bist Batterie. Ich komm. Erlege ich den. Da. Fleisch, warte mal, du bist Geld, da hinten. Hier. Ich hab nur eine Shotgun. Ich habe auch nur eine Shotgun. Yay, Level up. Wer läuft hier vorne? GZ, wo? Hier. Ah, da, okay. Geh mal in die Hocke. Ah, oh. Scheiße. Ja, ich habe jetzt keine Range Weapon, aber... Ah, den krieg ich. Endlich nur noch 2 Schläge. Hallo? Hallo? Das ist Chuck Norris! Alter! Den ganzen Arsch zerschossen, was ist mit diesem Hirsch? Ja, renn noch weiter weg. Da vorne ist die nächste Stadt. Kannst meine Flyer verteilen, bald ist Eröffnung.
denn du jetzt? Alter! Ey! Nein! Boah. Wieso habe ich auch meinen Crossbow nicht dabei, Mann? Ah, die Shotgun schafft nicht so eine Range. Jetzt komme ich noch schneller voran. Was ist denn mit diesem Hirsch? Oh, leck mich doch, ey. Nö. Das, also mit Shotgun lieber nicht jagen, ihr habt's gesehen. Und weil es ein Magazin umsonst. Passiert. So, ja, ich pack gleich wieder meine Armbrust ein, dann hätte ich ihn gehabt. Mal gucken, wie ich hier wieder rauskomme, ey. Ich brauch Essen und Trinken. Jo, ich verkabel den Zeug jetzt. Warte mal, ich geh mal kurz zur normalen Base. Erstmal mal hier, Kollege. Und dann hoffe ich, dass gleich die ersten Fallen anspringen, Leute. Bist schon soweit? Ja, würde ich sagen. Wenn alles so klappt, wie ich mir das da denke, dann ja. Sehr cool. Also die ersten Klingenfallen dürften gleich anspringen. Im besten Fall. Ich sag ja, wir haben auf jeden Fall Endgame-Stuff. Wir können es jedenfalls schon alles herstellen. Jetzt ist mein Skill, und zwar nicht mein Charakter-Skill, sondern mein Player-Skill gefragt, ob ich das überhaupt kann. Guck mal, die sind auch schon fertig. Das ist sehr nice. Was hätten wir denn noch hier so Schönes? Egal, ist erstmal egal. Ich glaube, davon bräuchten wir noch ein paar mehr. Haben wir nochmal vier dabei. Klingenfallen, genau, die wollte ich herstellen. Wie viele kann ich denn? 11, 11, 9, 6, 11, 3. Okay, es scheitert an. Okay, Antares, ich habe schlechte Nachrichten. Ja? Wir haben kaum noch elektrische Teile. Ja, das merken wir uns für nächstes Mal. Jasmin kann auf jeden Fall ein Part übernehmen. Entweder Mining oder Wrenchen. Also ich habe jetzt Mining auf 5 gestellt. Wow. Also ich kann Wrenchen gehen. Ja, das wäre nicht schlecht. Müsstest du nur skillen am besten, ne? Weil ich habe Wrenchen, ja, habe ich jetzt. Ich habe das jetzt erst auf 3 Wrenchen. Ja, das ist aber schon. Aber Mining ist jetzt halt komplett auf 5, ne? So, wo möchtest du das Eisen haben? Ja, wahrscheinlich ist es zu viel, um es im Ausgabeslot zu platzieren, denke ich. Also, pack's in die Rohstoff, genau. Ich habe das jetzt soweit drin. Stelle wieder Stahl her. Sehr gut. Ja, das läuft. Muss mal kurz reingucken. Ah, ist noch besetzt. Klingenfallen. 6 Stück. Ja, dann habe ich alle elektrische Teile erstmal weg. 20 Minuten. Alles klärchen, wie im Märchen. Wow. Oh. Was war das? Ich habe keine Ahnung. So, dann möchte ich dich einmal bitten, in die Kiste zu gucken. Leck mich fett. Entschuldigung. 12, 24. 48, 12 macht 60, 66, 67.000 Eisen, Leute. Mehr noch, das, was ich noch hier habe und alles. Ach du Fuck. Ja, also wenn du mir das an elektrische Teile bist, dann wäre ich zufrieden. Nein, Quatsch, Hammer. Boah. Sorry, da hat meine Nase nicht mitgemacht. Er hat sie selber erschrocken, ey. Alter Finne, ey. Jo, das ist gut. Ja, ich will jetzt nochmal gucken, dass ich... warte mal, was ist das denn hier für ein Loch? Ah. Na. Also bitte. So. Gucken, dass ich noch ein bisschen Schießpulver-Stuff herbekomme. Also Nitrat und Kohle. Tut mir leid. Alles gut. Ja, wahrscheinlich willst du dann sagen, nächste Folge machst du eine Loot-Wrench-Tour. Genau. Loot in Verbindung mit Wrench. Und
mit Verbindung mit Motorrad. Genau. Sehr geil, ja. Wrenchen ist auch gut für Benzin, ne? Oh ja, das brauchen wir gerade jetzt, wenn die Fallen laufen sollen. Obwohl, ich könnte Ölschiefer, dann haben wir Benzin en masse. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Das kommt drauf an, was du halt möchtest. Ich möchte nicht von dir verlangen, dass du nur noch in Minen rumhängst. Ja. Das musst du jetzt entscheiden. Also klar, wäre Ölschiefer noch geiler für Benzin und für Öl. Allerdings, das kriegst du halt nebenbei beim Wrenchen. Und beim Wrenchen kriegst du auch die ganzen anderen Parts und so. Also ich brauche auch Sprungfedern und den ganzen Mist. Brauche ich auch. So, ich habe hier ja mal eine Mine gekennzeichnet. Mit dem Namen Mine. Und ich wollte jetzt mal wissen, kreativ, was da drin nochmal zu finden war. Ne? Mine? Aber wo ist sie denn? Gut, dann machen wir das jetzt mal hier. Und zwar fehlt hier noch ein Motor, den habe ich mitgebracht. Ja, das können wir erstmal hier. Das brauchen wir. Das hier. Ich glaube, das war die Stelle, wo da ein Bär gekommen ist. Okay. Ein Bär, ist nicht so gut. Finde die nicht. Hier. Geil. Jasmin guckt schon zu und so. Ich hab grad sofort Bilder im Kopf gehabt. So. Oh, die wirst du auch noch sehen. Aber. Was haben wir denn hier? Ich hab einen Schalter, cool. Nur zu wissen. Schalter können wir doch, guck mal, hier anbringen. Ich's. Leute, erstes Mal, wie gesagt, ich hab keine Ahnung, was ich tue. Ich mach einfach, wie ich das so meine. So, also wir haben jetzt hier die Batterien und wir haben hier den Aha, muss ich nachtanken, okay. Nachtanken. Wie kann man denn nachtanken? 1000, aha, 1000 passt immer rein, okay. Maximale Ausgabe 300 Watt, Stromquelle steht bei 0 Watt. Möchte jemand freiwillig testen hier draußen? Was testen? Die Rotoren? Ich glaube, das machen die Zombies doch hoffentlich für uns. Ja, deswegen fragte ich ja, ob hier draußen jemand ist, der freiwillig testen. Achso. Achso. Hallo, ich will jemand testen. Geras, mein Name ist Luke. So, warte, ich muss das jetzt so machen. Wie sah es eigentlich mit Blei aus? Arbeitet immer noch. Ach guck mal, da hätten sie einen Screamer, guck mal. Ja, aber noch läuft hier nichts, also mach ihn mal weg. Also ist da jetzt nicht so Bedarf, oder? Wenn du jetzt ein paar mit bist, ich schmelz alles ein. Ja, also, ja. Dann haben wir es später, ne? Ja. Also, oh mein Gott, jetzt oh mein zur Gott, Zeit nicht. Du? Ja. Komm. So, der Rest gehört dir. Oh nee. Haben wir diese Verlängerung dabei? Scheiße. Ich brauch Verlängerung. Das war ja mach klar. Erstmal den Screamer weg. Noch einer? Ja. Komm, steh auf. Ja, natürlich musst du jetzt nachladen. Hier ist noch einer. Ein Edgar für dich noch. Das passt dann, oder? Ja, mehr sehe ich nicht. Gut. Ach, guck mal, wie schön sie das Beet gemacht hat. Wow.
Du bist nice. Jetzt tot. Ja. Nein, ich lebe. Na, ach, nicht du. Schau mal, Leute, ich brauche Verlängerungen. Habe ich mir schon gedacht, aber ich habe die vorhin nicht gefunden. Ich weiß auch gar nicht, wie die heißen. So, perfekt. Ich kann jedes Mal eine Rutsche Stahl abholen. Das ist perfekt, ey. Also ich habe hier Elektro-Zaunpfosten. Ich habe diese Dingers und ich habe Zaunpfosten. Ach, guck mal, ich habe nochmal zwei davon. Sehr nice. Alles gut? Ja. Ja, Jasmin hat halt die Anfänge meiner Horde-Base gesehen und seitdem ist sie jemand anders. Elektrokabelverschaltung? Ist das das? Elektrokabel. Sieht so aus wie das, was ich brauche, jedenfalls. Elektrozeitschalter will ich ja nicht. Nee, nee, nee. Ja, das wird das wohl sein. Elektrokabelverschaltung. Nennt man Elektrokabelverschaltung eine Verlängerung? Weiß ich nicht. Was? Nee, ich weiß das nicht. Elektrokabelverlängerung. Elektrokabelverschaltung, ist es eine Verlängerung, Antares? Elektrokabelverschaltung. Jo. Habe ich noch nie gehört. Cool, dann nehmen wir 4 Stück davon. Sehr gut. So. Jetzt sind noch 3, ist ja nicht schlimm. 4. Gut. Ja, ich habe jetzt keine elektronischen Teile mehr. Also bis hier komme ich jetzt, weiter geht's nicht. Erst wenn wir halt wrenchen. Also das ist auf jeden Fall in unserer Dreiergruppe ein Manko. Also wrenchen muss man am besten dem Hausverwalter noch mit aufdrücken. Ja, also benutzt, um elektrische Komponenten mit Kabel zu verbinden. Also ja, Verlängerung. Oder du kannst halt auch mehrere miteinander verbinden dann, ne? Genau, ja, ich muss halt eine weitere Strecke überbrücken. Ja. Jasmin, kannst du vielleicht noch Holz reinfeuern bei Stein und Eisen? Ja. Das ist gut. So, wo ist die Kohle? Hier, ne? Ja, da ist Kohle. Oh, da sind schon die Dinger fertig. Ja, ich schaff das noch. Ich will auf jeden Fall sehen, dass es funktioniert. Dann bin ich schon glücklich, weil dann müssen wir wrenchen. Ne? Oh oh. Entschuldigt. Weil dann müssen wir nur noch wrenchen. Und halt mehr davon machen. Also da muss ich nicht noch überlegen, wie das geht. Dann hätte ich schon mal das, ja, die Idee würde aufgehen halt. Ihr wisst schon, was ich meine. Jo. Bis jetzt ist alles noch so ein bisschen in der Schwebe, ob das überhaupt klappt, was ich hier mache. Hallo. Jo, also wenn ich jetzt hier so lange meine, dass ich noch ein Level steige und dann mache ich Ranchen auf 4 von 5 und dann gehe ich Ranchen. Ist doch ein guter Plan. Jo, klar. Lass Uli. Jo. Ach, da ist er. Da hüpft er. Da hüpft er. Warte mal, jetzt machen wir hier eine Verlängerung. Mach ich hin. So. Wird das denn reichen, wenn ich... Ist ja kacke. Muss ich wohl abmessen, Leute. Mal gucken. Also ich habe das jetzt hier. Zu hier. Dann brauche ich von hier. Wie weit kann ich denn gehen? Aha. Bis hier. Also baue ich hier die Verlängerung. Na komm. Au! Au! Alter. Alles gut? Wieder ein Jucken oder was?
Was ist denn jetzt passiert? Ich weiß nicht, hat wieder ihren Ellenbogen-Action gehabt oder so. Nein, au. Was hast du denn? Ich hab gerade voll mit meiner Hand gegen das Gestell von meinem Mikrofon auf. Wie schaffst du das denn immer? Weil es mich gepiekst hat am Kopf. Wie geil. Und dann, au, und dann Entschuldigung. Wenn ihr jetzt taub seid, dann geht die Rechnung auf mich. Au. Ach Quark, alles gut. Oh, es hat gezwiebelt jetzt. Oh je. Ja, das hat man gehört. Ey. Das muss gezwiebelt haben. Das nennt man gerechte Strafe. Wofür? Das war bestimmt mega laut. Ja, ein bisschen. Aber auch lustig. Schön. Ich bringe euch gerne zum Lachen. Ja, siehst du, das ist doch, ne? Das ergänzt sich doch alles. Das ist wie bei der Wand noch. Ich mag Zwiebeln. Nicht so. Doch. Das ist lecker. Jo! Jo! Hier wird verdrahtet. Ich weiß nicht, was ich tue hier. Ich habe gar keine Ahnung. Warte mal. So. Und dasselbe Spiel hier. Keine Ahnung, was mir das jetzt bringt, ob das so ist oder nicht, aber... Darauf muss ich jetzt erstmal einen Schluck trinken, aua. Ja, ich will auch, aber ich kann gar nicht. So. Jetzt wieder mein Aufzug. Hallo? Hellas. Den muss ich jetzt ach, den muss ich auch verschütten. Ach du Kacke. Ja gut, dann machen wir das. Kacke, geht das denn so? Kann ich das dann auch nochmal hier machen? Jo! Ha! Guck dir das an. Geht's? Kann ich auch dieselbe Verlängerung nehmen? Ach, die kann man. Moment. Geht's schon? Nein. Drehen die sich? Nein, nein, nein. Oh. Also die würden sich wohl drehen, wenn ich jetzt alles anschmeißen würde, ja. Aber? Aber willst du so gucken? Warte, ich versuch mal, du musst gucken. Vielleicht drehen die sich schon. Ich habe hier noch einen Elektrozaun, aber... Das hintere ist mit dem... Achso, das ist da hinten verbunden, okay. Müsste passen, pass auf. Okay, ich pass auf. Sag es mir. Also wenn sie sich halt drehen. Ich sag dir Bescheid, wenn sie sich drehen. So, Motor läuft. Batterie läuft. Und Schalter ist an. Wie sieht's aus? Die ein, zwei laufen, der hintere nicht. Okay, dann ist wahrscheinlich schon zu viel Watt drauf. Yeah, aber sie laufen. Zwei laufen. Ja. Ja, Mann. Das wird lustig. Ach, die läuft nicht, weil die keinen Verbund hat. Warte mal, ich, Lauf nicht zu nah dran. Alles gut. Yay! Oh, da hinten sind ja noch mehr. Ja, eine noch. Ei. Jo. Es muss hier noch eine Falle hin und da. Also es werden sehr viele Rotorfallen. Ich liebe Rotorfallen. Ja. Ich mag die auch. Mein Spiel hasst es gerade. Ja, das... du solltest die nicht angucken bei der Horde. Warte, ich mache aus. Funktioniert das auch? Ist aus, ne? Was ist das hier draußen? Ist aus, draußen die Fallen? Oh ja. Nein. Gut. Dann können wir hier auch ausschalten. Was, oh nein? Das auch. Kann mir mal jemand ganz schnell was zu essen bringen, sonst sterbe ich hier gleich. Oh, Jasmin, dein Part. Aufs Motorrad. Ja, ich habe gerade nichts zu essen in der Tasche. Aufs Moped. Ich hol schnell was und dann komme ich zu dir. Weil ich habe gerade was gegessen und hab dann hier kotzen müssen oder was auch immer. Ruhe! Ja. Und jetzt ist alles rot und ich brauche ganz dringend was zu essen. Immer mit der Ruhe. Oh, ich hab Standbild. Okay, ein Teil, dass du stirbst. Bin fast Level up. Fuck. Komm, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Ach, jetzt, okay. Ich bring dir einfach mal 10 gegrilltes Fleisch. Das geht schon.
schon mal nicht, oder? Nee. Brauchst du noch was zu trinken? Trinken habe ich. Lasko? Nee, ich habe alles. Nein, ich habe hier draußen Besuch. Ey. Mach ich. Fahr doch zu Mantares. Hey, was ist denn jetzt? Was soll sein? 22 Uhr. Zombies laufen. Oh mein Gott. Nee, warum hat. Was hat mich denn jetzt getroffen? Oh mein Gott, wie viele kommen denn jetzt? Boah, die Lehmsi-Mod ist echt gut. Jasmin, du hast ein Motorrad, genau. Ja, ich bin unterwegs. Gut. Antares, ich eile dir zur Hilfe. Sehr gut. Ist das dieser Elektropfosten? Ja. Da bist du. Oh, oh. Wo bist du? Where are you? Here I am, here I am. Wo bist du? Hast du's? Hast du's gedroppt? Ja, das ist irgendwo. Ja, Moment, da kommt gerade ein Zombie. Oh Gott. So, Kopf ab. So, du hast gedroppt? So, da. Ja. Wo ist es? Da. Hast du's? Ja. Gut. Ja. Danke. Bitte. Lieferdienst. Haben wir noch Action? Ich hatte gerade noch wieder, ja. Aber jetzt Ruhe. Ich verkabel und töte nebenbei. So, jetzt nochmal ausprobieren. Und zwar brauche ich nochmal den Schalter. Da kommen wir jetzt hier hoch zu der Verlängerung. Und die muss sich jetzt verlängern mit das. Und das muss zu das. Ja, Mann. Das läuft doch. Nein. Das ist schon zu weit. Nein. Doch. Hä? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Boah, Leute, habt ihr das gesehen, wie geil der Himmel aus? Das geht also nicht. Geht denn das von hier? Boah. Ich hab ein Thumbnail. Boah, das flasht mich gerade heftig. Der Himmel? Ja. Hä? Warum geht man jetzt hier ab? So, ich bin auf meinem Platz. Ich wäre dann jetzt soweit. On my place, to say goodbye. Oh, Entschuldigung. Ah, ist da. Ne? Oh. Also, ihr seht, es geht in die richtige Richtung, denke ich. Hoffe ich. So. Und so. Ja, okay. Möchte jemand kurz mal gucken kommen? Einen Testlauf. Es ist noch nicht perfekt. Moment, ich bin auf dem Weg. Ich weiß nicht, wieso ich den Verbund da hinten jetzt nicht hinkriege und wieso er da hinten auch komplett weg ist gerade. Aber hier ist er noch ein bisschen. Wahrscheinlich brauche ich mehr Elektropfosten oder so. Aber so die Grundidee sollte klar sein. Bin unterwegs. So. Hinter dir ist ein Zombie. Oh. Hinter mir? Oh, bei mir ist ein Zombie. Immer noch in der Mine. Ach so. Ich will ja noch mein Level machen. Jo, kann ich verstehen. Also an deiner Stelle hätte ich den jetzt hier reingelockt. Nee, du sollst nur gucken, ob das geht erstmal. Okay.
So, Moment. Also nochmal, Motor an, Batterie an und Schalter hoch. Au! Warum hast du mir nicht gesagt? Stehst du in der Falle? Oh. Nein, die ist tot. Eule. Mach dir. Wieso stehst du denn mitten in der Verdrahtung? Auf jeden Fall funktioniert. Der Elektrozaun hat sie gekillt. Oh, ich wusste noch nicht, dass du mitten in diesen Stäben stehst, Mann. Du hast mir nicht gesagt, dass der Zaun da nicht die Verkabelung von den Rotator-Dingsbums da ist. Nein, Mann. Entschuldigung. Das ist der Elektrozaun. Und deswegen habe ich gedacht, ich kann mich da hinstellen und gucken und auf einmal geht das Ding an und ich... Ja. Warum das rum? Vitalisieren. Ey, herrlich. Boah, tut mir voll leid, aber andererseits müssen wir jetzt, dass das Ding gut Schaden macht, ey. Ja. Entschuldigung. So. Willst du noch in so einen Roboter springen? Ich hab mein Level. Nein, danke. Aber die gehen jetzt. Scheiße. Ja, das hast du ja gesehen. Das läuft. Ja, ne? Geht, alles klar. Dann gehe ich wieder. Läuft. Gut. Ich wollte jetzt gerne noch einen Punkt in Altstoffsammlung machen, aber mir fehlt ein Haufen Wahrnehmung. Also kann ich das auch vergessen. Gut, dann. Ja, ich mache jetzt hier ausschalten, alles und komme zur Base. Ich habe ein. Leute, Folgenziel erfüllt. Wir haben einen kleinen Generatorraum. Wir haben Elektrizität. Wir haben die ersten Fallen, die scharf sind, definitiv und tödlich. Ihr habt es gesehen. Nachteule hat es gemerkt. Und jo. Ich bin ziemlich zufrieden damit. Erstmal. Ich habe hier noch ein paar Goodies. Aber das machen wir nächste Folge dann. Jo, ich bin happy. Es geht aufwärts. Also, ja, ich komme nach Hause. Was ist jetzt schon wieder? Ja, ich bin, soll ich abholen? Ich bin runtergefallen hier. Achso. Oh, Antares opfert sich für die Gruppe, aber es wird sich lohnen. Puh, so. Seht ihr hier schon wieder Stahl fertig? Das ist doch ein Träumchen. Habe ich jetzt Skillpunkte noch? Oh, zwei Stück. Intelligenz. Intellektuell gehe ich jetzt. Brauche ich das überhaupt? Brauche ich gar nicht, ne? Moment, kurz mal gucken. Brauche ich überhaupt? Nee, ich gucke jetzt nicht kurz. Das machen wir in der nächsten Folge. So. Mann, ist das schlimm. Genau. Trink jetzt noch was. Ess noch was. Und dann. Habt ihr noch was, Buddies? Mm-mm. Wie geht's dir denn, Jasmin? Zitterst du noch? Mhm. Ah, je. Oh, hast du jetzt Eisenrüstung? Hab ich denn? Jo, auf jeden Fall gut. Hältst du mehr aus? Hab ich auch. Ja, anscheinend aber nicht genug. Ja, Eisen ist auch nicht so ganz gut dann, ne? Hm? Gut, egal, Leute. Auf Wiedersehen. Jo. Ah, Antares, komm, warte. Warte, ich hab dich schießen gehört. Ja, ich hab hier ein Reh. Willst du das Huntsman Hansen oder was? Ja, ich komm ich komm das Huntsman Hansen, ey. Oh, da kommt ein Screamer angelaufen. Tschüss. Wo bist denn du? Hier. Ich komm zu dir. Jo. Das machen wir noch. Und dann müssen wir schnell ausmachen, sonst haben wir zu wenig Puffer für nächste Folge. Jo. So, Huntsman Hansen, zack. Na, Dingen wird fachgerecht Gansmenst. Hansmenst. So, scream mal down. Ja, alles ruhig. Ja, und Thales wird es dann in der nächsten Folge sehen. Zeige ich ihm mal die erste Defense-Versuche. Jo. So, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.